Die neue Elgato Game Capture HD 60 Pro. Was hat sich verändert? Was ist neu? Ich durfte das Ganze für euch da draußen schon vorab testen und möchte euch das Ganze einfach mal vorstellen. Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, mit einem ganz besonderen Highlight, denn ich habe hier das neue Aufnahmegerät von Elgato, die Game Capture Card HD 60 Pro. Vielen Dank nochmal an Elgato, die mir das zur Verfügung gestellt haben, dass ich das für euch da draußen einmal testen konnte. Ich habe zum Vergleich nochmal die beiden anderen Aufnahmegeräte mitgebracht. Ihr seht schon, es handelt sich hier jeweils um ein externes Aufnahmegerät und bei der HD 60 Pro ist es diesmal eine interne Karte für den PC. Das Ganze wird über PCI Express angeschlossen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal direkt an. Hier seht ihr nochmal alle drei Aufnahmegeräte von Elgato. Heute soll es aber mal um die HD 60 Pro gehen, deshalb werde ich die anderen beiden Aufnahmegeräte einfach mal zur Seite legen. Was hat sich verändert? Die HD 60 Pro ist kein externes Aufnahmegerät mehr, was ihr per USB-Kabel anschließt, sondern eine interne Karte, die per PCI Express angeschlossen wird. Viele werden sich jetzt denken, mein Mainboard kann bestimmt diese Schnittstelle nicht und so weiter. Schaut erstmal nach, jedes moderne Mainboard sollte eigentlich eine PCI Express Schnittstelle besitzen. Das Ganze ist auch hier wieder in einem schönen Mattschwarz gehalten, finde ich sehr schön, weil das optisch eigentlich in jeden Rechner gut hineinpasst. Was haben wir noch für Anschlüsse? Natürlich darf unser HDMI-In und unser HDMI-Out nicht fehlen. Wie schließt man das Ganze jetzt einfach an? So wie ihr das eigentlich schon kennt, und zwar mit dem HDMI-Kabel, was von eurer Konsole kommt, geht ihr einfach in diesen HDMI-In-Anschluss und von dem HDMI-Out-Anschluss geht ihr mit dem HDMI-Kabel an euren Monitor. So ist das Ganze eigentlich schon miteinander verbunden. Jetzt müsstet ihr natürlich noch die Treiber von Elgato herunterladen, dass ihr die Software auch benutzen könnt. Was haben wir jetzt hier noch in der Kiste? Ich habe nicht die Originalkiste, sondern ich habe das Ganze hier vorab bekommen. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, ist wieder ein HDMI-Kabel dabei. Finde ich auch sehr schön. Ist nicht selbstverständlich, dass immer ein HDMI-Kabel dabei ist. Und das andere ist noch eine kleine Blende. Falls ihr irgendwie ein spezielles Modell habt, dann könnt ihr das Ganze verwenden, um das auch optisch schön darzustellen. Viele werden sich jetzt denken, ja, wie baue ich das jetzt ein? Kannst du das mal bitte zeigen? Ist überhaupt kein Hexenwerk und auch kein Problem. Wie ihr schon seht, ich habe einfach mal meinen Rechner geöffnet. Ihr entfernt einfach hier diese Blende und dann habt ihr schon die Möglichkeit, die HD 60 Pro einfach auf euer Mainboard aufzustecken. Ihr solltet darauf achten, dass die HD 60 Pro auch wirklich fest sitzt. Das Ganze nach vorne mit einer Schraube fixieren und dann ist das Ganze auch schon vollendet. Viele werden sich jetzt bestimmt die Frage stellen, was ist denn jetzt an der HD 60 Pro besser als an der HD 60? Ich habe dazu mal beide Monitore gefilmt, dass es auch später nicht heißt, ich hätte das irgendwie zusammengeschnitten. Ihr seht jetzt hier in dieser Elgato Software Vorschau, dass das Bild fast identisch mit dem Bild auf dem Gaming-Monitor ist, ist natürlich extrem praktisch für Streamer oder für Live-Commentaries und Co., wenn man wirklich das Originalbild sieht, ohne große Verzögerung. Ein weiterer Vorteil dieser Schnittstelle ist natürlich die zackigere Aufnahme von euren Gameplays und natürlich das schönere Stream, weil es einfach nicht mehr notwendig ist, über USB 2.0 alle Daten zu quetschen. Der ein oder andere hatte es ja mitbekommen, ich habe in letzter Zeit auch öfters gestreamt, weil ich einfach die HD 60 Pro für euch testen wollte, um euch ein Feedback geben zu können. Ich muss sagen, dass ich wirklich von diesem Produkt begeistert bin. Die Streams liefen perfekt. Es war keine Tonspur verschoben. Der Stream ist nie abgestürzt, egal wie lange ich gestreamt habe. Und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Vergleich zur HD 60. Die HD 60 Pro ist keine komplette Neuentwicklung, sondern eher vielleicht eine Erweiterung zur HD 60. Gerade für Streamer sehr gut geeignet oder Leute, die das gerne in einem PC verbauen wollen. Für mich auf jeden Fall echt ein super Produkt geworden, was ich jetzt auch so benutzen werde. Zur Software werde ich nochmal ein separates Video machen, das wird jetzt einfach zu viel, beziehungsweise stehen auch noch einige tolle Sachen an, darf ich aber leider noch nichts dazu sagen, sobald es aber soweit ist, wird natürlich wieder ein Video kommen und da werde ich dann auch die Software nochmal einbauen, was ihr am besten halt einstellen könnt oder was die besten Einstellungen in meinen Augen sind. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, ansonsten soll es jetzt gewesen sein. Ich würde sagen Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus.